Ja, hallo zusammen wieder mal. Herzlich willkommen bei Betzmann Galvanik. Heute mal im Schnellverfahren die Vergoldung von einem Mundstück, ja, von irgendeinem Instrument. Gibt es ja viele Liebhaber vom Horn bis zur Mandoline. Ich weiß nicht, was ich da schon alles auf dem Tisch liegen hatte. Ich selber bin so unmusikalisch. Ich habe mir in der zweiten Klasse schon aus dem Blockflötenunterricht geschmissen. Ja, hat mehr andere Sachen im Kopf. Gut, also Silber kann direkt vergoldet werden, ist das Schöne. Also wenn man Silberteile hat, Silberschmuck, versilberte Ware und so weiter und so fort, kann man auch Silber direkt vergolden. Allerdings muss man das Silber vorher richtig reinigen, weil das Silber natürlich oxidiert. Es gibt sogenannte Silberputztücher, Silberbäder und so weiter und so fort. Viele kaufen da sündhaft teure Dinge irgendwo im Drogeriemarkt oder im Supermarkt. Letztendlich kann man sich mit einem warmen Wasserbad ein paar Esslöffel Salz dazu ein warmes Wasserbad machen und dann letztendlich irgendwo eine Aluminiumfolie daneben legen und dann wandern quasi diese Schwefelverbindungen vom Silber zur Alufolie. Man muss nur aufpassen, dass es nicht zu viel ist, weil wenn die Alufolie gesättigt ist, dann wandert das Ganze wieder zurück zum Silber. Von dem her kann man sich ein einfaches Silberputzbad selber machen. Wer dazu Anleitung braucht, einfach kurz googeln, steht im Internet genug drin. So, also ich putze das mal. Ich nehme einfach mal destilliertes Wasser, mache das jetzt mal sauber. Die Dinger sind nagelneu, von dem her brauchen wir da eigentlich gar nicht viel machen. Empfehlenswert sind immer Mikrofasertücher, weil die sind wirklich sehr gut. Und dann sanfte Politur, alles was man zum Metallpolieren nutzen kann. Dann spülen wir das mit destilliertem Wasser ab. Und jetzt kommt der erste Schritt. Zum Geräteaufbau, ich habe ein Netzteil regelbar von 2,7 bis 15 Volt mit 25 Ampere. Wichtig ist, dass man zumindest die Voltzahl regeln kann, weil Silber eine ganz andere Abschaltung hat wie Gold oder Chrom oder Nickel, Kupfer, Schwarzruthenium und so weiter und so fort. Wenn man einen festen Ausgang hat, wie jetzt auch Batterieladegerät oder solche Sachen, die sind völlig untauglich für sowas. Ja, wer sagt, ein Teil geht, aber wenn man halt unterschiedliche Metalle hat, unterschiedlichen Größen, stößt man da mal an seine Grenzen. Dann haben wir hier Pluskabel an der Plusbuchse, dann den Griff, damit man es in die Hand nehmen kann, die entsprechende Elektrode, in dem Fall platinierter Titanstab, erkennt man immer sehr rohe Oberfläche und hier der Griff unten bzw. das Teil, was in den Griff gesteckt wird, ist blank, festdrehen, sogenannten Stoffpad oder auch Tampon, daher kommt das natürlich, das Tamponverfahren. Stoffpad bauschig, der ist sehr schnell durchdrängbar, er leitet auch ganz gut. Das wäre praktisch das Erste und das Minus. Alles, was beschichtet wird, kommt ans Minusteil. Minuskabel ist nochmal schwarz, ich weiß, ich habe halt jetzt ein gelbes. Beim Anklippen natürlich mal aufpassen wegen der Kratzer. Deshalb kann man das natürlich hier auch in dem Fall nach innen stecken, festhalten. Ich kann auch bei losen Teilen nur das Kabel dran machen. Ich kann da auch verschiedene Sachen noch nutzen, von der dünnen Minusspitze bis hier zum sogenannten Kupferblättchen. Das kann ich dazwischen klemmen und dann entsprechend anhalten. Da habe ich eine ziemlich glatte Oberfläche, ohne dass es kratzt. Ich bevorzuge das hier, kann man besser festhalten. Dann ist es so, dass man den ersten Schritt stromlos oder auch mit Strom machen kann. Das ist der sogenannte Entfetter. Wir müssen uns immer vorstellen, dass auf der Fläche ja durchs Handhaben, durchs Verpacken und auch durch die Produktion, Polieren und so weiter, das mit sehr vielen Dingen in Kontakt kommt, die sich auf der Oberfläche anlegen. Und wir wollen ja beim Beschichten auf blankem Metall arbeiten. Deshalb ist es so, dass wir erstmal das Metall entfetten. Das kann ich mit Strom machen und jetzt hier stromlos einfach ein weiches Schwämmchen nehmen, ein Lappen, ein Tuch und so weiter. Fläche komplett abreiben. Ich kann es natürlich auch einlegen, in ein Bad einlegen und so weiter und so fort. Geht alles. Danach spüle ich wieder mit destilliertem Wasser. Das Abspülen hat den Grund, dass die verschiedenen Elektrolyte, Chemikalien und so weiter sich nicht auf der Oberfläche sammeln sollten, weil sie sich irgendwann vermischen und dann natürlich bei Abscheidung unter Strom Störungen verursachen. So, dann klemme ich hier das Minusteil an. Jetzt kommen wir zum Gold. Das kobaltgehärtete Gold ist immer pink. Das ist sehr abriebfest, also für solche Dinge, die jetzt regelmäßig benutzt werden, angefasst werden, ja, und da vorne halt unglaublich Druck durchgeht, ja, ich sage immer dicke Backenmusik, die Musiker werden es mal verzeihen, aber ich habe es als Kind schon gehasst. Ich musste immer im Krug zum grünen Kranze anschauen, kennt ihr das noch, mit dem Karl Moik und dem Heinz Schenk, mit dem Bembel und dem ganzen Krempel da, und das hat mir also echt, ich hatte brutal schwere Kindheit, ja, ich konnte die Lieder am Schluss fast mitsingen, ja, also Katastrophe. Ja. Kennt ihr auch das, wenn der
wenn das kleine Kind mit den Eltern in der Oper ist und sagt, warum bedroht oder warum schreit die Frau denn so? Ja, weil der Mann bedroht sie mit dem Stock. Also der Dirigent und die. Okay, also genug der Dinge. Silber. Silber geht direkt. Jetzt ist natürlich so, man muss aufpassen, dass die Handschuhe auch sauber sind, weil wenn ich hier immer die Flächen anfasse, dass ich da jetzt nicht wieder irgendwelche Fette und sonstigen Rückständen drauf bringe. Wobei sich gerade beim Silber verzeiht sehr viel, also das ist überhaupt kein Problem. Von der Spannung her immer bitte mit von unten anfangen. Also nicht gleich Vollgas 7, 8 Volt, nur weil beim letzten Edelstahllöffel das auch so gegangen ist, sondern lieber von unten antasten, um zu sehen, wie gut funktioniert das, wie schnell schaltet es ab. Ein bisschen eindränken und schön immer über dem Becher arbeiten, damit das Gold, was ich jetzt nicht oder durch Druck hier runterlaufen lasse, dass sich das im Becher wieder sammelt und ich kann das dann wieder verwenden. Ja, das ist ja sauber. Jetzt fahre ich drüber, ich sehe, das geht sehr schnell. Ne? Jetzt ist natürlich so, auch wenn das hier schön vergoldet ist, ist die Fläche natürlich noch, beziehungsweise Schichtdicke, noch hauchdünn. Von dem her macht man es dann halt am Anfang ja so, überall mal kurz vergolden, weil das Gold natürlich die Fläche abdeckt, das Silber kann nicht mehr oxidieren, also macht das sowieso nicht so schnell. Und ich verhindere dann oder vermindere dann auch irgendwelche Fehlerquellen wie Flecken und so weiter. Ja. Dann hier ein bisschen, klar ist ein bisschen Primelarbeit, wenn man es nicht anstecken kann, muss man halt immer gucken, was man mit seinen Fingerchen macht, ja, wo man es gerade hinsteckt, das passt dann schon. Und hier, wie gesagt, komme ich mit dem Stoffpad durch die Fasern in jede Ecke, in jede Ritze, in jede Kante. Auch die Schrift wird beschichtet, allerdings nicht überdeckt. Also da keine Sorge, wenn man dann irgendwelche Gravuren oder sonstige Teile hat, passiert absolut gar nichts. Ja, also wir machen hier gar nichts. Was man jetzt natürlich hat, wenn es hier wie hier gebrauchte Dinge, sieht man jetzt natürlich nach dem Vergolder, vergolden die Kratzer, die vorher in der Fläche waren, natürlich weitaus besser. Von dem her ist es natürlich so, dass wenn man das beruflich mal macht oder wenn man für jemand was beschichtet, dass man die Teile halt vorher mal anschaut und dem Kunden halt vor der Beschichtung sagt, du, da sind Kratzer da, die sind dir vielleicht so nicht aufgefallen, aber sie sind da, was machen wir damit? Ja? Möchtest du sie Hochglanz polieren, damit es wirklich blank und glatt ist, oder sollen wir es einfach drüber vergolden? Ja, weil, wie gesagt, mein, letztendlich werden die Teile ja auch regelmäßig wieder dann ins Instrument gesteckt. Und dann kommen ja automatisch wieder Kratzer, weil das ist ja Metall auf Metall. Auch hier innen kommt man super rein. Ja, den Stoffpad ein bisschen quetschen. Das Elektrolyt legt sich jetzt durch den Strom an. Dann kann ich ein bisschen drehen. Und man sieht, ich komme also wirklich überall hin. Wo das Auge hinkommt, kommt auch mein Stoffpad hin. Ja, somit kann ich auch Teile überall beschichten. Wie gesagt, die Lösungen sind keine Säure, sind keine cyanidhaltigen Produkte, von dem her im Umgang, ich sage mal, völlig ungefährlich. Man trägt halt normale Schutzhandschuhe. Ja, es müssen jetzt nicht unbedingt chemikalienbeständig sein, weil es, wie gesagt, keine Säuren und keine Gifte sind, die den Latex beschädigen. Hautkontakt ist jetzt auch keine Katastrophe, sollte man natürlich verhindern. Wir haben keine Dämpfe, wir haben keine Geruchsbelästigung. Also wer schon mal hier war und sich das bei mir hier persönlich angeschaut hat, der kann das bestätigen, dass nicht einmal sogar beim Endchromen irgendwelche schädlichen Dämpfe oder Gifte aufsteigen oder dass man irgendwas riecht. Ja. Wenn man was riecht, dann meistens beim Schwarzruthenium, weil das halt die Lösung an sich schon einen unangenehmen Geruch hat. Aber ansonsten ist das alles sehr geruchsneutral. Natürlich trotzdem immer für gute Belüftung sorgen. Ja. So, und am Schluss mit destilliertem Wasser spülen und dann letztendlich mit einem schönen trockenen Tuch das wieder sauber machen, und dann haben wir hier aus einem versilberten Mundstück ein vergoldetes gemacht. Sieht einfach super aus. Ja, man kann Messing direkt vergolden, man kann Messing versilbern, man kann Kupfer vergolden, versilbern, vernickeln. Also wir haben einen permanenten Schichtauftrag. Ich kann jetzt quasi hier auch wieder drüber versilbern. Ich kann es in Zweitonoptik machen, habe also eine Menge Möglichkeiten, um so ein Instrument einfach auch ein bisschen zu personalisieren, dass man einfach sagt, das ist meins, ja, weil ich habe ein vergoldetes und die anderen haben keins. Ja. Das ist ja in der heutigen Zeit so. Davon existieren ja sehr viele große Labels mit I, ja, meins, mein Phone, mein Tablet, mein Computer. Und das ist das Marketing,
was hinter vielem steckt, ja, die Individualisierung, das Personalisieren, und da kann man natürlich noch gravieren und alles Mögliche. Ja. Also, wer Fragen hat, gerne melden, betzmann-galvanik.de im Internet. Nochmal eine dringende Bitte, ich werde von Anfragen wirklich überschüttet, weil es natürlich das Thema Gold und Chrom und viele, viele Dinge, damit man es nicht mehr wegschicken muss, damit man es selber machen kann, auch für große Firmen. Ich habe Luxusfahrzeughersteller, die ihre Autos vergolden. Ich habe Barthersteller im Luxussegment. Ich habe sehr viele normale Firmen, die für sich selber oder im Kundenbereich viele Dinge veredeln. Ich habe den ganzen Tag Anfragen ohne Ende. Dann noch dazu den Versand, den Support, die Schulung und so weiter. Von dem her ist es so, viele telefonieren gerne, ich habe leider keine Zeit, ist so, muss ich gestehen. Manche, ich habe auch schon gehört in einem Forum, der geht nie ins Telefon, aber dafür bin ich immer da. Ich bin immer per E-Mail erreichbar und immer per WhatsApp und ich antworte innerhalb weniger Stunden. Das, bei mir kriegt jeder eine Antwort und meine Sachen werden immer am Tag der Bestellung bzw. beim Zahlungseingang verschickt. Von dem her bin ich schneller als viele Großhändler und ich habe eigentlich vom Support her, denke ich mal, habe ich eine sehr schnelle Reaktionszeit. Von dem her bitte ich dann um Nachsicht, dass ich halt wirklich nicht immer ans Telefon gehen kann. Weil ich sage schon immer, wer nicht bereit ist und auch in der Lage ist, meine Informationen zu lesen, der wird später auch beim Beschichten, wenn er mal eine Frage hat, mich natürlich erreichen, ganz klar. Aber trotzdem, es sind ja Leitfäden und Handbücher sind dabei. Und wenn man das sich einfach verinnerlicht zu sagen, wenn ich Infos kriege, lese ich es auch durch, dann sind ganz, ganz viele Fragen sowieso erledigt. Wer sagt, ich brauche da sowieso einen tieferen Einblick, der muss sowieso vorbeikommen, ja, weil es gibt Leute, die kaufen das Gerät und sagen, super, ich komme damit zurecht, wenn ich noch eine Frage habe, Fragen, per E-Mail, per WhatsApp, sind die Fragen ganz schnell geklärt. Und wer dann halt wirklich dann meint, er muss noch ein fast anderthalbstündiges Telefonat führen, da kommen wir beide nicht weiter, weil ich kann am Telefon keine Ferndiagnosen stellen, ich kann auch am Telefon keine Angebote abgeben, wenn ich irgendwelche Teile hingelegt bekommen, so nach dem Motto, ja, ich habe irgendeinen BMW E90, ich kenne die Dinger sowieso nicht, das Teil müsste verchromt werden. Ich brauche immer Fotos und Maße, um die Optik zu beurteilen, um die Form zu beurteilen und auch den Zustand zu beurteilen. Und genauso auch muss ich es beurteilen, wenn ein Kunde oder jemand, der mit der Technik arbeitet, einfach sagt, ich habe ein Teil X, das nimmt es nicht an, muss ich auch ein Foto haben, ich muss das Teil sehen. Ja? Und das ist halt, deshalb sage ich, E-Mail und WhatsApp sind in der Hinsicht wirklich der absolut schnellste Weg, wo ich jedem helfen kann. Ich habe also wirklich, ich bin seit 15 Jahren jetzt am Markt, von dem her bitte ich dann doch um Nachsicht mit dem Telefonieren. Habe ich es leider nicht so, weil in der Zeit, wo ich wirklich ein Telefonat abnehme, klingelt es permanent, man hört das Anklopfen, WhatsApp geht, Facebook, Messenger, überall kommen die Nachrichten rein. Da weiß man dann immer, wo vorne und hinten ist. Deshalb lieber E-Mail, da kann ich eine schön nach der anderen sauber abarbeiten, ziemlich schnell und das war's. Also wie gesagt, wer sich selber solche Teile vergolden lassen möchte, meldet sich bei mir. Im Shop gibt es alles unter betzmann-galvanik.de und natürlich stehe ich für Fragen immer zur Verfügung. In dem Sinne wünsche ich eine schöne, goldige Zeit.